Ja. Wenn nur deine ist und nur deine. Ein Strauß, nein. Thank you.
that depends on any day. Bonjour, encore. Jetzt haben die Tiere. Guano lebt jetzt mit dem Clan zusammen. Mein Schwein abgestellt. Der Rest des Clans wartet in der Höhle auf uns. Ah ja.
Mach's gut, sein Hornbeast. Der Rest des Clans wartet in der Höhle auf uns. Ja. Bist du bereit für das Festival? Ja. Wenn die Musik so gut klingt, muss ich einfach tanzen. Ich weiß nicht, warum jetzt nicht alle tanzen. Garek sagt, tanzen ist gut, um Ideen zu entwickeln. Wenn ich jetzt weitermache, sollte ich bis zum Ende der Nacht einen großen Haufen haben. Es ist schön, alle so glücklich am Festival zu sehen. Ich habe mich schon anderen Pacha-Clans angeschlossen, aber ich mag die Atmosphäre dieses Clans. Das muss mein Lieblingsfestival sein. Schade, dass die Wölfe nicht mitmachen. Sie würden gerne hier drin heilen. Einmal kam ich in ein Dorf, in dem das gleiche Fest stattfand. Die Höhle hallten von der Musik wieder, so wie es jetzt tut. Wir aßen, tranken und tanzten bis tief in die Nacht. Ehe ich mich versah, schlief ich ein, an eine Wand gelehnt ein. An einem nächsten Morgen fand ich mich allein in der Höhle wieder. Die Tische, auf denen einst das Essen stand, waren mit Staub bedeckt, als ob seit Jahren nicht mehr benutzt worden wären. Aber der lockere Boden war voll mit frischen Fußspuren. Strange. Unsere auf diese Wände gemalten Gebäude sehen gut aus. Ries liebt dieses Fest. Wir haben Glück, dass wir einen so nahen Ort haben, um unsere Geschichten zu malen. Ich bat Teddy, eine gruselige Geschichte zu erzählen, aber sie sagte, sie wolle die Geister, die hier leben, nicht belästigen. Sie scherzt doch, oder? Möchtest du die Geschichte vom Löwen hören? Ja, natürlich. Als Pacha Löwe das erste Mal auf die Welt brachte, lebte sie zwischen den Blättern. Aber ihre Pfoten waren ungeschickt auf den winzigen Ästen. Mutter, warum hast du mir so große Pfoten gegeben? Fragte sie. Das sind deine Pfoten, sagte Pacha zu ihr. Wenn Löwen in den Bäumen jagen, fielen sie oft von den Ästen. Mutter, warum hast du mir so ein schlechtes Gleichgewicht gegeben? Fragte Löwe.
Hab ich nicht, antwortete Patscha. Wütend brüllte Löwe und sprang auf den Boden. Wenn ich nur nicht in den Bäumen jagen müsste, dachte Löwe. Sie stützte ihren großen Kopf auf ihre großen Pfoten und beobachtete die vorbeilaufenden Antilopen. Dann hatte sie eine Idee. Sie bewegte sich leise zum Rand der Lichtung. Als ein Ricke in der Nähe graste, sprang sie aus dem Gebüsch und erlegte ihre Beute. Nachdem sie sich satt gegessen hatte, suchte sie sich eine gemütliche Höhle, um ein Nickerchen zu machen. Mutter, sagte Löwe, ich bin nicht dafür gemacht, auf Bäumen zu leben. Ich würde lieber in diesen Höhlen leben. Ich weiß, es ist schön zu sehen, dass du das auch tust. Yvonne sollte hier drüben sein und sich das anhören. Es gibt viele leere Wände zum Streichen. Mach weiter und hinterlasse deine Zeichen. Die Energie hier ist stark, aber angenehm. Heutzutage gibt es für uns eine Menge zu malen. Indem wir die Errungenschaften unserer Vergangenheit würdigen, können wir auch in Zukunft Großes leisten. Ich konnte noch nie gut mit Farben umgehen. Als Kinder haben Akre und ich auf diesen Festen immer unsere Schwärme gemalt. Wir dachten, es würde sie wirklich werden lassen. Aber ich bin froh, dass sie es nie getan haben. Eines Tages werde ich etwas malen, das sich lohnt. Gibt es noch bessere Festivals als dieses? Das habe ich nicht gedacht. Normalerweise beurteile ich einen Ort nach seinen Angelplätzen, aber hier drin ist es ziemlich ordentlich. Ich glaube, ich beginne zu verstehen, warum die Höhlenlöwen mich ausgewählt haben. Malen macht Spaß, auch wenn ich nicht gut darin bin. Unsere Leistungen zu würdigen ist ein guter Grund, um zusammenzukommen. Wenn es nach mir ginge, wäre diese Wände mit Gemälden von den Feldern bedeckt. Die Wände sehen cool aus, auch wenn sie mir auf den Fersen sind. Es ist ein bisschen gruselig hier drin. Die Kinder sind wahrscheinlich verängstigt. Eine leere Wand bietet so viele Möglichkeiten. Willst du etwas malen? Eindruck verwerfen? Nein. Hm.
Wir haben mit allem geschätzt, wir haben gemalt und wir gehen jetzt. Wieso zurückgehen? Ja. Noch ein bisschen Holz. Yeah.